Euer Schweigen bringt euch nur noch mehr in Bedrängnis. Ich will Späher auf der Straße nach Westen. Wachen auf den Mauern. Die Sünder werden angerannt kommen. Lorat und Dornen sind nach Caldeum gegangen. Die Ritter marschieren zur Stadt. Sie hielten es für das Beste, ihnen zu folgen. Aber ich wollte auf euch warten. Darf ich euch etwas fragen? Etwas Persönliches? Natürlich. Habt ihr je das Gefühl, dass keine eurer Taten einen Unterschied macht? Öfter, als ich zugeben will. Man nennt mich eine Heldin. Aber im Herzen bin ich dieselbe Person, die ich immer war. Mächtig, sicher. Aber auch mit Fehlern. Ich gebe mir Mühe. Aber mein Bestes ist nicht gut genug. Nicht für Joren oder eure Mutter. Wird es einfacher? Das ist möglich. Mit einem guten Verbündeten. Vielen Dank. Für eure Ehrlichkeit. Es hilft, zu wissen, dass ich nicht allein bin. Wir sollten gehen. Ich werde die anderen in Caldeum suchen. Alles andere gibt. Es muss hier sein. Der arme Narr konnte das Vieh einfach nicht zurücklassen. Er muss den Rittern direkt in die Arme gelaufen sein. Er war Schuhmacher, solange ich ihn kannte. Ruhig, von allen gemocht. Hat er wirklich getan, was die Ritter behaupten? Noch nicht bereit. Ich bin noch nicht bereit. Wie viele Kultisten haben sie getötet? Wie viele Unschuldige? Blutregen. Nicht gut. Die Zeit läuft uns davon. So viele Tote. So viel Blut. Wenn ihr jetzt sterbt, seid ihr für immer mit Elias am Baum gefangen. Das will doch niemand. Ich kam gut allein zurecht. Endlich! Die Ritter plündern den Ort. Ist Lilith hier?
Ja, so wie es der Baum gesagt hat. Der Regen, die Höllenbrut, alles kam aus dem Höllentor unter dem Stadtpalast. Sie hat den Weg geöffnet. Wenn sie die Essenz ihres Vaters aufnimmt, ist Sanctuario verloren. Das dürfen wir nicht zulassen. Diese Leichen, so stolz dargeboten, das hat nichts mit dem Licht zu tun. Die Darstellung ist gewollt. Sie wollen ein Exempel statuieren. Inarius. Er ist hier, in der Stadt. Verdammt, er ist immer noch unsere beste Chance auf einen Verbündeten. Blutregen, das Zeichen, auf das wir gewartet haben. Entledigt euch der Schwachen! Übrigens, Sie haben den Herrn des Hasses erwähnt. Mephisto. Was? Das kann nicht sein. Der Kult gehörte Elias. Er gehörte Lilith. Zeit der Prophezeiung ist gekommen, Ritter. Lilith flieht durch das Tor zur Hölle. Ich werde sie in dieser Jauchegrube, die sie Heimat nennt, töten und den Weg zu den Himmeln öffnen. Alles fügt sich. Ein Speer aus Licht durchschlägt das Herz des Hasses. Ihr, die ihr heute im Kampf sterbt, sterbt himmelwärts. Versammelt die Truppen beim Palast. Wir marschieren auf die Hölle. Und danach? Wie ist euer Plan? Ah, Nihoratrim. Ihr jagt immer den Schlachten eurer Meister nach. Aber die Engel brauchen euch nicht. Der Stein, Donen. Und wir brauchen die verdammten Engel nicht. Solche Anmaßung. Ihr prahlt mit einem Fragment dessen, was dies einmal war. Der Weltstein. Beschmutzt von den Händen von Narren. Lilith stirbt durch meine Klinge. So wurde es prophezeit. So wie vorher. Das ändert nichts. Sagen, das würde nichts ändern. Unser einziger potenzieller Verbündeter ist gerade mit unserer einzigen Waffe davongelaufen. Was habt ihr jetzt vor? Lilith aufhalten. Egal, was dafür nötig ist. Inarius ist verrückt vor Stolz. Wir können uns nicht auf ihn verlassen. Mit Stein oder ohne. Es gibt jemanden, der eine Chance gegen Lilith hat. Ich? Wenn wir diesen Stein nicht finden, seid ihr die beste Waffe, die wir haben. Ha! Ha!
Donan, ihr seid zu uns zurückgekehrt. Und nicht allein. Gesegnet sei das Licht. Gemeinsam wird uns der Vater erlösen. Er hat unseren Seelenstein an sich gerissen. Sein ist der Wille des Lichts. Glaubt ihr das immer noch? Wie könnt ihr an uns zweifeln? Nach allem, was wir für euch und Jorin getan haben. Zumindest muss er euch nicht so sehen. Bleibt zurück, Brüder. Ruhig. Sünde hat Konsequenzen. Ich vertraue auf die Rechtschaffenheit des Vaters. Wir wollen Lilith aufhalten. Genau wie ihr. Unglaublich. Inarius erwartet uns am Schlund der Hölle. Unnötig. Der Vater wird sich um Lilith kümmern. Aber eure Armee, euer Volk, sie brauchen Hilfe. Was? Die brauchen wir auch. Gemeinsam sind wir schneller. Lorat, die Stimme der Vernunft. Ein seltenes Vergnügen. Sehr wohl. Ihr dürft uns zum Tor begleiten. Hört, Ritter! Der Tag der Prophezeiung ist da! Der Vater wird Lilith in der Hölle töten und seine Gläubigen in den Himmel erheben! Zum Palast! Mehr Zeit. Ich habe kaum noch Energie.
brauche mehr Zeit. Ich habe nicht genug Energie. Ich bin noch nicht bereit. Ich habe keine Energie mehr. Ja, Mutter Oberin. Seid bereit für das, was dahinter liegt. Ich bin noch nicht bereit. Mutter Oberin, das Tor ist versperrt. Schaltet die Position. Lorat, auf ein Wort bitte. Wir können ihr nicht trauen. Ja, aber sie haben eine Armee und wir haben ein gemeinsames Ziel. Für den Moment. Da, über dem Tor. Sieht wie eine Winde aus. Ich kümmere mich drum. Was ihr auch getan habt, es hat funktioniert. Noch ein Erdbeben. Lauf! Kette hat die Spannung verloren. Sie muss gerissen sein. Ich muss einen anderen Weg finden. Diese Leichen sind nicht das Werk der Ritter. Ich bin noch nicht bereit. Die Luft hier ist schwer. Ich bin noch nicht bereit. Was war das? Den Höllenseiten.
brauche mehr Energie. Ich bin noch nicht bereit. Ich brauche mehr Zeit. Gewesen sein? Die Horadrim sollten im Palast sein, falls sie es geschafft haben. Dem Himmel sei Dank, ihr seid hier. Ich habe sie überzeugt, nicht ohne euch zu gehen. Ihr hättet bei Prava die Fassung behalten sollen. Ich weiß. Ihr hättet den Stein auch nicht wegwerfen sollen. Haben ein Ziel. Mephisto haust in der Kathedrale des Hasses. Jenseits des Flammenmeers. Im Reich von Astaroth. Ich wette, darum hat Lilith ihn ins Cosglen befreit. Dort werden wir sie finden. Und was dann? Wir haben den Stein nicht. Es reicht, Donan! Dann liegt es an mir, sie aufzuhalten. Richtig? Ihr bedrängt mich damit und das ständig. Könnt ihr es einmal sein lassen? Es geht nicht darum, euch zu bedrängen, sondern... Das reicht. Ihr seid doch sonst beide so klug. Sonst? Heute nicht. Ja, der Stein ist weg. Lasst uns etwas dagegen tun, statt uns zu streiten. Wenn Inarius ihn hat, holen wir ihn uns zurück. Das ist die einzige Möglichkeit, Liliths Niederlage zu garantieren. Nein, nicht Lilith. Damit liegt ihr ganz falsch. Der Stein sollte für Mephisto aufgehoben werden. Ihren Schöpfer. Das große Übel. Ihr kennt seine Macht der Manipulation. Sein Hass hat uns bereits vergiftet. Sogar Lilith fürchtet ihn. Wieso tut ihr das nicht? Ich spüre deine Furcht, Vater. Was habt ihr gesehen? Ob wir nun euch oder den Stein verwenden, wir müssen sie aufhalten. Wir folgen ihr in den Hass selbst.
Er wird unsere Herzen noch mehr verbittern, uns gegeneinander aufhetzen. Erinnern wir uns daran, warum wir hier sind. Gemeinsam. Hier ist alles falsch. Die Luft. Der Boden unter meinen Füßen. Sterbliche hätten dieses Reich nie betreten dürfen. Je schneller wir Lilith finden und verschwinden können, desto besser. Auszusperren oder um jemanden
einzusperren. Bald wissen wir es. Trete zurück, dann banne ich die Flammen. Tani Subtile Kid. Dämonen! Hilft uns, sie zurückzudrängen! Selbst sie hat das nicht überlebt. Da ist etwas unter ihr. Ich kenne dieses Glühen. Das ist der Seelenstein. Der Kampf ist nicht vorbei. Der Vater jagt Lilith. Turm. Auf der anderen Seite dieses höllischen Ödlands. Erlösung naht. Nicht für die Ritter, die ihr in die Hölle geführt habt. Und auch nicht für euch. Bruder. Ihr seid nur das Werkzeug von jemandem, der sich um niemanden von uns schert. Und ein Dieb. Die ganze Zeit, als wir euch in Caldeum geholfen haben, hattet ihr den Stein, oder? Inarius vertraute ihn mir an. Und... Moment. Moment. Ihr habt ihn? Unverschämter Ketzer! Diener der Dunkelheit! Ihr seid alle verdammt! Lasst sie. Der Hass hat sie vergiftet. Ist sie die Einzige? Vergesst nicht, wozu wir hier sind. Wogegen wir kämpfen. Was schlagt ihr vor? Ich habe ein Tonikum. Ein Mittelchen, um den Schmerz zu betäuben und sie in Bewegung zu bringen. Trinkt aus, Brava. Wenn ihr klug seid, kehrt ihr nach Caldeum zurück, solange ihr noch könnt. Ja, aber bleibt wachsam! Die Kathedrale ist im Chaos versunken. Wir sind jetzt auf uns gestellt. Bleibt zusammen und sucht diesen Turm, von dem Prava gesprochen hat. Mehr Zeit.
Ich bin noch nicht bereit. Ich bin noch nicht bereit. Überrascht mich, dass ihr noch die Worte für das Bollwerk kennt. Ich habe euch diesen Zauber beigebracht. Dani Sabteile Kittas! Von diesem verdammten Höllenfeuer. Ich mache den Weg frei. Tani Sabteile Kittos. Hört meinen Ruf, Karum. Vernichtet die Feinde, Lilith. Ich bin noch nicht bereit. Ich brauche mehr Energie. Die Dämonen. Lilith hat immer noch Verbündete in der Hölle. Nicht für lange. Wir müssen einen anderen Weg finden.
brauche mehr Zeit. Ist durchaus mit Verantwortung umzugehen, Donan. Ich verstehe, weshalb ihr ins Kostlin das Sagen hattet. War das ein Kompliment? Jemand muss das aufschreiben. Diesen Augenblick festhalten. Es ist ja nicht so, dass es das erste wäre. Da war ja noch das andere Mal. Oh ja. Ich... Die Erde bewegt sich. Macht euch bereit. Bei allem, was
Lorat, seid ihr... Ich verschnaufe nur eben. Ich sehe den Turm vor uns. Kommt schon. Irgendeine Spur von Lilith oder Inarius? Lilith war hier. Ich sehe die Blutblüten. Den Onnum exult. Kämpft standhaft und treu in seinem heiligen Namen. Gesegnet sei das Licht. Erkennst du es wieder, Inarius? Das Flüstern der Verdammten. Worte werden dich nicht retten. Zeig dich.
So kehrt der Krieger zurück. Und mit solcher Überzeugung. Nicht länger die zerrissene Seele, die ich zurückließ. Du hast mich getäuscht. Warum, Inarius? Was ist dein wahres Ziel? Mein rechtmäßiger Platz ist in den Himmeln. Strebst du deshalb danach, alles zu vernichten, was wir erschaffen haben? Sanctuario ist eine Abscheulichkeit! Und unser Sohn? Ich habe das richtig gestellt. Zur Genugtuung der Himmel. Sag mir, haben sie frohlockt? Nein. Sie verschmähen dich. Wahl getroffen. Und das werden sie nie vergeben. Egal, wie sehr du dich belügst. Ganz egal, wen du opferst. Ihr Urteil ist Schweigen. Aber ich habe es berichtigt. Was verlangt ihr noch von mir? Sag es mir! Bitte! Sagt es mir! Die Himmel werden dich nie mehr erhören! Nein! Himmel, beschützt mich! Nein! Dein Platz ist in der Hölle!